Ja, guten Morgen, Freunde. Hier ist der Lewis K12 10 und es ist mal wirklich morgen, Freunde. Wie ihr seht, ich bin jetzt unterwegs zu einem Flohmarkt. Das erste Mal. Ja, ich habe mal im Internet geschaut. Es gibt wohl ab und zu mal einen Flohmarkt hier in der Gegend. Und ich werde mal schauen, was sich da so ergibt. Ich hoffe natürlich auf sehr schöne Super NES und N64 Spiele oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, was das für ein Flohmarkt ist, ob da jetzt alles dabei ist, ob da größtenteils Games sind oder andere Sachen eher. Ob da überhaupt Games sind, das weiß ich auch nicht. Aber Flohmarkt ist doch alles durcheinander, Freunde. Ja, normalerweise verkaufen wir doch alles Mögliche. So, also ist es das erste Mal sein, dass ich da hinfahre. Ich weiß auch nicht genau, wo das ist. Ja, ich weiß ungefähr, wo das ist, aber muss ich mal schauen, Freunde. Und wie groß der Flohmarkt ist, das weiß ich auch nicht, Freunde. Ja, heute ist Samstag. Ihr seht, das Wetter ist 17 Grad gerade, nicht so warm. Ja, gestern noch auf der Gamescom und heute schon wieder unterwegs. Im Namen der Games, der Sammlerfreunde, muss ich wieder schön erstmal schauen. Oh, oh, was macht er denn da? Jo, okay. Na, der hat es, glaube ich, da hat die Börse gedrückt. Ja gut, ist ja normal, ne? Also, was natürlich ist. Okay, wie gesagt, im Namen der Games bin ich wieder unterwegs. Gestern auf der Gamescom, heute wieder unterwegs auf einem Flohmarkt, Freunde. Und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt filmen kann oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, die gucken so blöd, wenn ich dann die Kamera raushole, diese Riesenkamera, und dann anfange, die Sachen zu filmen. Falls ich nicht filmen kann, dann werde ich eine eventuelle Ausbeute dann filmen natürlich. Mal gucken, was sich so ergibt, Freunde. Also, bis gleich. So, Freunde, hallo, da bin ich wieder. Jetzt habe ich den Flohmarkt gefunden. Der ist da hinten, Freunde. Seht ihr? Und mal schauen, was mich da so erwartet. Ich komme hier zum ersten Mal hin und es fängt an zu niesen. Ist nicht so schön, aber naja, mal gucken. Also. Man muss das vielleicht eine Woche vorher anrufen, aber sonst. Ja, Freunde, jetzt sind wir auf dem Flohmarkt und ihr seht, es gibt schon einige Stände und ich habe schon einiges geshoppt und werde mal schauen. Ja? Was es noch so gibt. Das ist der Flohmarkt, Freunde. Da war ich eben in jedem Stand. Ja, ich habe eine gute Ausbeute gemacht. Und wie gesagt, werdet ihr gleich sehen, Freunde. Und jetzt geht erstmal zum richtigen Shoppen. Gebrauchte Sachen habe ich jetzt erstmal genug. Für verschiedene Systeme. Hörspiele für meinen Bruder gekauft. Und gleich geht's weiter, Freunde. Bis gleich.
So, Freunde, jetzt bin ich ins Auto gestiegen und ja, dann schauen wir uns noch mal an, was ich so geholt habe, Freunde. Also ich bin relativ zufrieden. Ich habe so zusammengerechnet, ich glaube so 32 Euro bezahlt für alles, für diese zwei Tüten voll mit Spielen und Hörspielen, Freunde. Schauen wir uns mal an. Als erstes haben wir hier Need for Speed Rivals für die PS4 und Assassin's Creed Unity für die PS4. Sieht alles noch im Top-Zustand aus. Ja, ich habe ihn gefragt, was willst du haben? Er meinte so, ja, was willst du geben? Und dann habe ich erstmal überlegt und dann so, ja, für beide 10 Euro. Sagte, alles okay. Super, ja, also ich kann nicht klagen, Freunde. Also ich für 5 Euro pro Spiel, diese Games hier, sind echt ein guter Schnapper. Und dann geht es weiter mit PS3 Spielen. Und zwar habe ich da einmal Final Fantasy, was ist das, 13-2. Und ihr seht, es ist noch neu verpackt, original verpackt, neu, noch gar nicht gezockt. Und ja, ich hoffe, das geht auch mal offline. Nicht, dass es nur ein Online-Spiel ist. Und ja, mal schauen. Ich bin zwar kein Rollenspiel-Fan, aber dieses original verpackte hat mich schon angezogen, magisch. Und dann hat sie noch das hier da gehabt, Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Zwei Games in einem, im Doppelpack, Freunde. Wollte sie pro Spiel 3 Euro haben. Ich habe dann gesagt, okay, ich gebe dir 5 für beide. Hat sie gedacht, ist okay. Super. Da bin ich zufrieden. Und dann habe ich hier God of War Collection. Und zwar den ersten und den zweiten Teil. So wie es aussieht. Ich glaube, das ist hier die PS2-Version, Freunde. Und ich hoffe, ich habe das nicht zu Hause, weil ich habe, glaube ich, die PSP-Version. Nee, ich habe Volume 2 zu Hause. Und das ist hier die erste Collection mit den beiden Spielen, Freunde. Dafür habe ich dann, wollte er erstmal 5 Euro haben, habe ich dann runtergehandelt auf 4 Euro. Da bin ich happy. Und dann habe ich mir Ridge Racer 64 gegönnt. Da hat er gesagt 4 Euro. Ja, ich wollte noch ein bisschen runtergehen, hat er nicht, leider. Erstmal lange überlegt und dann, naja, okay. Er meinte so, ja, das bekommst du nur für 15 Euro. Ich sage, nö, bei eBay kostet das 5 Euro. Kostenloser Versand. Ja, da sagt er mir, ja, hast du trotzdem gespart 1 Euro. Naja, gut, ich habe es mal mitgenommen. Weil leider so N64-Spiele und Super NES-Spiele gab es jetzt gar nicht. Nur das hier habe ich gefunden, Freunde. Ja, und der Rest hier sind Hörspiele, Freunde. Da wird sich mein Bruder freuen. Für 1 Euro eine Dreierbox mit Biene Meier CDs. Für 20 Cent SpongeBob Weihnachtshits. Dann für 50 Cent Wer stoppt die Weihnachtsgangster TKG. Und dann noch ein paar Kassetten hier. Megamind. B-Movie. Und Schön und das Biest. Jede Menge Hörspiel für meinen Bro. Ja, und dann habe ich noch hier PS1-Spiele gefunden. Pro Stück 1 Euro. Hat zwar hier so einen heftigen Knacks, aber also, ich glaube, das Spiel ist jetzt nicht, ist jetzt etwas selten. Ja, 1 Euro für Toonstein, Tiny Toons, Adventures und dann WRC World Rally Championship. Das ist, hat noch Booklet und sowas dabei. Das hat kein Booklet, hat nur so ein Blättchen. Dann gab es noch hier Call of Duty 3 für die Xbox 360. Ja. Und dann gab es noch Halo 2 in dieser limitierten Sammler-Edition. Hat zwar unten hier so eine kleine Delle, aber für 360 sieht sehr schick aus, Freunde. Ja, was wollt ihr haben? Für die PS1-Spiele 1 Euro und für die anderen beiden 2, also jeweils 2 Euro, also insgesamt 6. Ja, hab gesagt, für 5 Euro nehme ich alles mit, aber ist leider nicht runtergegangen. Also für 6 Euro 2 PS1-Spiele, ein 360-Game und ein 2 360-Spiele und 2 PS1-Spiele.
Ja, also wie gesagt, für alles hier habe ich so um die 30 Euro, 32 Euro oder sowas bezahlt. Ich denke, das ist ein gutes Schnäppchen, Freunde. So, jetzt gehe ich erstmal richtig shoppen, Freunde. Also ich bin zufrieden für mein erstes Flohmarktbesuch. Und ich wusste gar nicht, dass hier so ein Flohmarkt ist. Und da werde ich auch mal öfters mal vorbeischauen hier. Denn da bekommt man gute PS3-Games und auch ein Nintendo-Game und ja, PS4-Spiele. Das fand ich echt cool. Und fand ich echt korrekt von ihm, dass er sagte, okay, für beide 10 Euro. Ja, krass. So, also, bis gleich. So, Freunde, jetzt fahren wir mal so ein bisschen durch die Stadt. Freunde. So, zack. Ich zeige euch mal ein bisschen. Das ist halt Lüdenscheid, Freunde. City of Lüdenscheid. Geradeaus. Und jetzt direkt in die Stadt rein. So, und hier sind halt die ganzen Türkenläden. Mit den ganzen halt mit den Spielen, die man dann kaufen kann. Rechts und links haben die halt ihre Geschäfte. Ja, und heute ist Markt, Freunde. Da werde ich mir gleich erstmal einen Backfisch gönnen. Lecker Backfisch. So, jetzt sind wir auf dem Markt, Freunde. Da gibt es erstmal gleich leckeren Backfisch. Der schmeckt immer besonders gut hier in Lüdenscheid. Und man kann hier Obst, Gemüse und so weiter kaufen. Sind jetzt keine Games oder Filme, aber egal. Immer schön lecker frisch. Äpfel. 1 Kilo 1,90, 3 Kilo 5 Euro. Sieht aber ziemlich sauer aus. Was haben wir hier? Einlegurken. Okay. 1 Kilo 2,50. Da hinten ist der Backfisch. Da, wo es die längste Schlange ist, Freunde, da schmeckt es am besten. Da hinten, genau. Da, lecker, 3 Euro pro Backfisch. Oder 3,50, was steht da? Oh mein Gott, schaut euch mal die lange Schlange an, wie bei der Gamescom. Nur für Backfisch, 3,80 pro Fisch. Boah. Da stellt man sich gerne. Ups. So, Freunde, da haben wir jetzt endlich den leckeren Backfisch. Natürlich gehört da auch Zitrone dazu. Freunde, Zitrone muss sein. Schmeckt dann besser. Schön Zitrone. Und das ist der beste Backfisch von Lüdenscheid. Falls ihr also in Lüdenscheid seid, hier Mittwochs und Samstags ist Markt. Und da gibt es halt diesen leckeren Backfisch, Freunde. Ich probiere es mal. Mmh, lecker. Mmh. Mmh.
Also, Zuckerpilz. Ja! Ja, Leute, Leute, Leute. Essen muss auch sein. So, erstmal ein paar Gurken, ein paar Eier, Freunde. Und Auberginen geshoppt. Und jetzt gehen wir mal. So. Das ist der große Platz, Freunde, in Lüdenscheid. Sehr schöne Blumen. Ja, nichts zu tun. Weil die Gedenken werden so.